Herzlich willkommen zurück. Es ist Montag der Rennwoche. Ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wir müssen nur einen Leistungstest machen. Heute ist es endlich soweit. Sebastians 4- und 8-Minuten-Test. Letztes Mal hatte ich um die 390 Watt, glaube ich, bei den 4 Minuten. Jetzt hatte ich 460 Watt. Also bin gleich gespannt, jetzt 20 Minuten locker und dann 8 Minuten. Ich glaube, letztes Mal habe ich mich echt nicht so ausbelastet wie diesmal. Bin mal gespannt, was bei den 8 Minuten rauskommt und was dann für eine neue Schwelle rauskommt. Die alte war bei 315. Gewicht ist ungefähr gleich geblieben. Ich glaube jetzt ein Pfund schwerer, halbes Kilo mehr. So 71 sind es jetzt, glaube ich. Ja, jetzt so ein bisschen ausruhen. Dann werten wir nachher mal aus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Bestätigt bisher das, was ich in den letzten Einheiten gemerkt habe, dass auf dem Rad wieder mal ein bisschen was passiert ist. Also, der letzte jetzt war 8 Minuten mit 420 Watt. 6 Minuten lang. Ja, sagen wir 5 Minuten lang, okay. Und den letzten 3 war schon lange nicht mehr so weit, dass ich fast kotzen musste. Aber in der letzten Minute musste ich ganz schön oft schlucken. Aber ich denke, Werte sind erstmal zufriedenstellend. Auf jeden Fall eine große Verbesserung und auch eine Verbesserung in Sachen Quälen. Weil ich denke, letztes Mal habe ich auf jeden Fall schon bestimmt so 10, 20 Watt auf der Strecke gelassen. Weil ich halt einfach nicht so wie heute in diesen Brechmodus gehen konnte. Okay. Ausfahren und dann die Datei angucken. Kommen wir zum angenehmen Teil der Geschichte, dem weniger anstrengenden Teil der Auswertung. Also, kleines Zitat von Sebastian. Müsstest du mittlerweile eine hohe 70er, 79er VO2 Max haben und deine Rate ist bei 0,46. Die Rate haben wir letztes Mal war die bei 0,39, das heißt, sie ist ein bisschen schlechter geworden. Ich denke, das liegt halt einfach daran, dass ich jetzt einen Sprung gemacht habe, den ich eigentlich schon so Richtung Cactusman gemerkt habe. Die Wattzahlen, da war ich mir erst ein bisschen unsicher, dachte, so viel Watt mehr, ist los, habe mein Powermeter jetzt jedes Mal doppelt gecheckt, aber von Mal zu Mal, von jeder heiteren Einheit zur nächsten, ist immer ein bisschen mehr gegangen und ich dachte, da brodelt sich vielleicht was an. Habe mich richtig auf den Leistungstest jetzt endlich gefreut, um mal Bestätigung zu haben. Und jetzt ist es soweit, wir haben die Schwelle konservativ auf 365 Watt jetzt gesetzt. Das heißt, davor war sie bei 315, das sind knapp 15% Verbesserung in 3,5 Monaten, was ich denke richtig, richtig, richtig gut ist. Das zeigt, dass sich das ganze Gequäle hier doch auszahlt und ich hoffe, dass ich es jetzt auch im Wettkampf umsetzen kann. Das ist natürlich immer die eine Geschichte, wenn man die Werte auf der Rolle absolviert oder dann im Wettkampf, da kommen halt noch wesentlich andere Faktoren dazu. Aber ich merke doch langsam, dass so der Heilungsprozess abgeschlossen ist und in die Wachstumsphase wieder übergeht und wieder langsam sich ein bisschen Bums entwickelt. Laufen, ja, dauert noch, muss ich ehrlich sagen. Das zieht sich schon eher noch mehr hin, aber ich merke, dass meine Regeneration besser wird und ja, je fetter man wird, desto besser ziehen die anderen Sachen mit und ich denke, ja, dass doch langsam ein bisschen was rumkommt. Ich hoffe, dass ich jetzt das dann auch umsetzen kann. Das bedeutet 50% Verbesserung, das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Dachte so vielleicht, na gut, 345, 350 Watt hätte ich gedacht, 360 ist schon echt geil. Das müssen wir jetzt stabilisieren. Wie gesagt, die Rate ist noch ein bisschen hoch, das ist Laktatbildungsrate, die wollen wir wieder ein bisschen runterbekommen, vor allen Dingen, wenn es auf längere Distanzen gehen soll, aber ich denke, das kommt automatisch, auch wie Sebastian so schön gesagt hat, wenn wir den Motor ein bisschen stabilisieren und darauf freue ich mich jetzt, dass wir das machen können. Das Positive, vor 2 Jahren habe ich mal gesagt, boah, ich will, dass meine Schwelle endlich bei 5 Watt pro Kilogramm liegt. 508 oder so. Also das war für mich so ein kleines Ziel, darüber freue ich mich sehr. Ich denke, das sind positive Nachrichten. Und jetzt gehe ich mit einer positiven Einstellung ans Rennen am Sonntag, egal was rauskommt. Ich freue mich jetzt einfach, am Sonntag mal wieder richtig Gas zu geben. Hoffe, dass es beim Laufen auch mal endlich wieder Klick macht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.